Also eine andere Lösung hätte ich gerade nicht. Hier ist auch kein Gewächs oder so. Naja, ich kann mich nicht zur anderen Seite ausrichten. Ah, schade, schade, schade. Irgendwie kommt man aber bestimmt hoch. Gucken wir nochmal. Kein Gewächs, gar nichts. Vielleicht kommt man auch von oben da raus. Kann auch möglich sein. Gehen wir einfach mal weiter. Schade, dass er sich nicht so von der Wand abdrücken kann, so wie hier. Da wären wir auch schon wieder. Friss, lecker, lecker Schlüssel. Okay, gucken, was uns hier erwartet. Oh, shit. Das Viech sieht gefährlich aus. Pirsch. Oh mein Gott, ich sollte einen Trank nehmen. Boah, ich versuche auszuweichen, aber das Viech macht ultra viel Schaden. Wow, wow, wow. Schnell meine Viecher rufen. Genau, macht ihm schön Schaden. Für Sicherheit noch einen Trank nehmen. Schon fast zur Hälfte. Ja, so ist gut. Kann ihn nicht in die Luft befördern, leider. Oh, hat er mich wieder erwischt. Wow, meine Güte, macht der Schaden. Wow, hat er meine Gule schon zerstört? Oh yeah. Fahr zur Hölle. Okay, rüsten wir direkt aus. Ja, schließlich besser als meine alten. Heiltrank! Okay. Hier ist noch eine Truhe, genau. Hier konnten wir ja vorher nicht durch. Eine Waffe. Üble Gläfe. Nehmen wir mal mit. Boah, die sieht übel stark aus. Nur eine Zweitwaffe nehme ich an. Jupp. Oh mein Gott, die ist stark. Holen wir die mal raus. Oh yeah. Die sieht auch ziemlich geil aus. Schön blau. Und noch eine Truhe. Hm, Faustschild. Mitnehmen. Kurz anschauen. Da ist das Ding. Macht aber viel weniger Schaden. Ist aber vielleicht ein bisschen schneller. Egal, ich habe schon meine Primärwaffe. Ist ja halt meine schnelle Waffe. Moment, ich habe doch noch was Neues. Habe ich das schon angelegt? Sollte ich eigentlich. Yep. Okay. Ah, ich schätze mal, hier geht's weiter. Noch eine Truhe. Genau gegenüber. Wow. Vielleicht kann ich außen rum. Da kann ich auf jeden Fall irgendwie hoch. Hier haben wir auch Wasser. Hier könnte ich eigentlich die ganze Zeit Wandsprünge machen. Das würde funktionieren. Ich will nur wissen, wie ich auf die andere Seite komme. Vielleicht gehen wir wieder den großen Weg und kommen außen rum. Ich will hier nicht wirklich ins Wasser fallen. Ich gehe erstmal hier weiter. Nee.
einen Schreck auf die Wand zu laufen. Genau so. Seite des Buchs der Toten. Sammelt 10 Stück davon, um ein Kapitel wiederzubekommen. Das ist sicher arschviel wert. Okay, das ging auf ziemlich leicht. Ich muss sogar hier lang. Erstmal ab ins Wasser und dann schauen wir weiter. Irgendwo muss es ja schließlich hier hochgehen. Ah, knapp. Da geht's hoch. Da ist auch wieder eine Seite. Oder was ist das? Fährmannsmünzen. Können gegen besondere Waren eingetauscht werden. Das ist ziemlich praktisch. Okay, hier kann ich wieder mein Pferd rufen. Hier kamen wir her, kann ich mich erinnern. Yep. Wir sind hier unten wieder rausgekommen. Was haben wir denn hier? Hallo. Hierher. Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Wohlgrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt. Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Dann schauen wir uns mal die Ware an. Riskiere einen Blick. Du wirst... Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Die habe ich bestimmt. Alles ist so furchtbar teuer. Das Ding werde ich verkaufen. Das kann ich nicht wirklich gebrauchen. Den Hammer. Okay, noch mehr. Stulpen. Eisenstiefel können weg. Heiltränke behalte ich. Da muss ich noch ein bisschen warten mit den Seiten. Okay. Ein andermal, Dämon. Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Nö, ganz vergessen. Im Buch der Toten fehlen Seiten. Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ebenso wie meine Verdammung. Da bin ich ja mal gespannt. Reiten wir einfach mal hier weiter. Wie eine wunderbare, offene Ebene. Unheilsforst. Ab durch den Wald. Hier haben wir sogar Viecher. Können wir die wegrammen? Leider nicht, die weichen aus. Hier ist eine Truhe in der Nähe. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, die verfolgen mich immer so komisch. Einmal wegspringen reicht nicht. Weg mit dir. Was, der ist wieder voll? Der war doch gerade tot. Weg mit dir. Wo ist der andere? Und
irgendwas auf mich zu. Da! Oh yeah! Fällt hin und hat plötzlich wieder voll Energie. Kann ja nicht wahr sein. Ah, die Stulpen sind billig, nehme ich mit, verticke ich. Naja. Weiter geht's. Die Krähe sitzt einfach mal im Nichts. Noch eine Truhe. Dürfte hier oben sein. Ein Doppelsprung wäre eigentlich nicht schlecht. Hoffentlich kriege ich den noch. Die Truhe wird wieder bewacht, natürlich. Oh, das ging daneben. Das erste Spiel wirklich auch, muss ich sagen... Oh, hier, Magie erhöht sich. Cool. Rüsten wir direkt aus. Das ist wirklich das erste Spiel, wo sich die Gesundheit nicht automatisch regeneriert. Sonst passiert das eigentlich im ganzen Spiel. In jedem Spiel, kann man sagen. Überall eigentlich. Hier sind nur Heiltränke. Ich find's gut so. Kann ruhig so bleiben. Weiter geht's. Truhe, Truhe, Truhe. Wow, das sieht ja riesig aus hier. Was haben wir denn hier? Oh, ich muss das Viech kümmern. Ich muss hier irgendwie hoch. Ja, die Viecher gehen ab. Da oben ist die Truhe, aber ich sehe hier nirgendwo irgendein Ding, wo ich mich festhalten kann. Noch eine andere Idee. Kann ich hier die Wand hochlaufen? Nee. Genau so. Da sitzt ja sogar der Älteste. Okay. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Ui. Weiter hoch. Okay, und da haben wir auch schon die Truhe. Ganz einfach. Noch ein Talisman. Magie geht runter, aber Widerstand geht hoch. Legen wir das mal an. Ich muss alleine gehen. Musst du nicht. Oh, da haben wir den Berg. Komm immer näher. Wow, sieht wirklich unglaublich gut aus. Der verkohlte Pass. Hier ist wirklich alles verkohlt. Alles tot. Oh, Truhe, Truhe, Truhe. Und wieder klettern. Klettern ist wirklich ziemlich cool in dem Spiel. Geht leicht von Hand. Macht ziemlich Spaß. Oh, da weiter. Okay. Du gehörst mir. Meine Truhe. Okay, Zorn geht um 27 hier hoch. Legen wir das Ding jetzt mal an. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, sicherlich. Was der mal gegen sein Pferd hat. Feuer regnet vom Berg. Scheint sogar ziemlich aktiv zu sein. Gleich sind wir da. Nicht mehr so weit. Hier wären wir auch schon. Oh, da prügelt sich einer. Sollten wir helfen? Oh. Sehr schön. Mein Gott, der Typ hat auf die Kacke. Oh, jetzt werden es aber viele. Mach ich doch aus.